Herr Bürgermeister, es sieht schon recht dramatisch im Hintergrund aus. Das Thema ist auch ein bisschen dramatisch. Es geht um den Hang. Jetzt wird ein Tunnel, es sollte geplant ein Tunnelbau. Wieso, weshalb und löst das endlich dieses Problem, das seit Jahrzehnten herrscht? Ja, die Hangrutschung in Doren ist seit vielen Jahrzehnten Thema und eine große Herausforderung für die Gemeinde an sich. Es gibt nun gemeinsame Überlegungen, hier einen Entwässerungsstollen zu bohren und damit mit flankierenden Maßnahmen die Rutschung zu stoppen oder zumindest auch zu verzögern. In diesem Zuge geht es vor allem darum, den Wasserdruck im hinteren Hang zu senken. In den letzten Jahren hatten wir Gott sei Dank keine größeren Rutschungsereignisse mehr. Alles, was man hier sieht, ist auf Witterungserosion zurückzuführen. Und das Großprojekt sieht auch eine komplette Abdeckung der Abbruchwand vor. Und damit es überhaupt gelingen kann, braucht es eben diese Absenkung des Grundwasserspiegels. Und in diesem Zusammenhang wäre eben dieser Entwässerungsstollen, so denken die Geologen und auch die Bodenmechaniker zusammen, jetzt die alle in einem Strang ziehen, dass das die richtige Maßnahme ist. Reden wir hier von einer endlichen Lösung des Problems? Ja, wir haben zum ersten Mal die Situation, dass sich wirklich alle Experten einig sind, dass diese Lösung das Problem und die Herausforderung tatsächlich lösen könnte. Wann findet der Bau statt, beziehungsweise von wie viel Geld reden wir hier eigentlich? Es ist jetzt geplant, in diesem Jahr, im Herbst diesen Jahres, einen Probepumpversuch zu machen, damit auch endlich geklärt werden kann, ob das tatsächlich die richtigen Maßnahmen sind, ob diese Absenkung des Wasserspiegels tatsächlich gelingen kann. Derzeit arbeiten wir daran, die Zustimmungserklärungen zu bekommen. Es sind doch im Umkreis einige Brauchwasserquellen unter Umständen davon betroffen und die Zustimmung dieser Grundeigentümer benötigen wir natürlich. Einige haben wir bereits bekommen, einige sind noch in der Überlegungsphase. Wir hoffen aber, bis Mitte des Jahres hier erfolgreich sein zu können. Und dann soll im Herbst diesen Jahres eben dieser Pumpversuch starten. Der dauert in etwa an die 6 Monate. Und aufgrund dieser Ergebnisse könnte es dann zur Umsetzung der großen Lösung kommen. Und wir sprechen von wie vielen Euros? Ja, die genauen Zahlen wissen wir bisher nicht, aber wir reden doch hier in etwa von einer Größenordnung im Bereich 7 bis 10 Millionen Euro für die gesamte Umsetzung. Vielen, vielen Dank. Bitte gerne.